Ja, wir wollen jetzt eine Aufgabe aus dem Wahlteil des Pflichtteils vom Musterabitur 2024 rechnen. Ja, das Problem ist folgendes, dass Sie im Abi 2024 und eventuell auch in folgenden Abituren nicht mehr 6 Pflichtteilaufgaben bekommen, sondern Sie bekommen 4 plus 6 Aufgaben. 4 Aufgaben sind der Pflichtteil vom Pflichtteil. Also die müssen Sie machen. Und 2 Aufgaben müssen Sie aus insgesamt 6 anderen Aufgaben wählen. Sie haben also insgesamt 6 Pflichtteilaufgaben, von denen Sie 4 wirklich machen müssen, markiert durch ein P, und von denen Sie 2 aus 6 auswählen müssen. Und wie gesagt, Sie bekommen 6 Aufgaben im Pflichtteil, 4 davon sind wirklich Pflicht und die anderen beiden wählen Sie aus 6 anderen. Die Aufgabe W5 bitte vorlesen. In einem Behälter befinden sich Kugeln, von denen jede dritte gelb ist. A. Aus dem Behälter wird zweimal nacheinander jeweils eine Kugel zufällig entnommen und wieder zurückgelegt. Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit dafür, dass beide Kugeln gelb sind. So, und wie geht das? Ja, bitte? Ja, wir haben die Wahrscheinlichkeit für eine gelbe Kugel, die ist ein Drittel. Und wenn wir jetzt 2 gelbe Kugeln ziehen, dann sind das ein Neuntel. Ja, ich muss da trotzdem einen Baum machen. Das heißt, für gelb ein Drittel, 2 Drittel, für nicht gelb. So sieht der Baum aus. Da wir zurücklegen haben, habe ich hier die Wahrscheinlichkeit ein Drittel wieder für gelb und 2 Drittel für nicht gelb. Hier wieder Wahrscheinlichkeit ein Drittel für gelb, 2 Drittel für nicht gelb. So, und jetzt müssen Sie tatsächlich diesen Weg hier entlang gehen. Also Sie wissen, hinter dem Baum kommt eine Tabelle. Und die Tabelle sieht so aus. Sie haben hier das Ergebnis. Und das Ergebnis ist hier GG und die Wahrscheinlichkeit rechnen Sie nach der Fahrtregel. Oder Schmidt hat es übersetzt mit Malrichtung, das heißt Sie rechnen in dieser Richtung im Baum mit Mal. Also das mal dem gleich 1 Drittel hoch 2, also das ist ein Neuntel. Also die Wahrscheinlichkeit gelb-gelb zu ziehen für gelb-gelb ist 1 Neuntel, ja, 1 Drittel hoch 2. Die restlichen habe ich jetzt nicht ausgefüllt. Das hier wäre dann das hier, das hier. Und hier haben Sie dann die Wahrscheinlichkeit 1 Drittel mal 2 Drittel, 2 Drittel mal 1 Drittel und 2 Drittel mal 2 Drittel. Aber das braucht die Aufgabe nicht. Bitte den zweiten Teil der Aufgabe vorlesen. Im Behälter werden 2 gelbe Kugeln durch 2 blaue Kugeln ersetzt. Anschließend wird aus dem Behälter erneut 2-mal nacheinander jeweils eine Kugel zufällig entnommen und wieder zurückgelegt. Die Wahrscheinlichkeit dafür, dass beide Kugeln gelb sind, beträgt nun 1/16. Ermitteln Sie, wie viele gelbe Kugeln sich nach den beschriebenen Vorgängen im Behälter befinden. Gut. Ja, bitte? Also, wenn die Wahrscheinlichkeit 1/16 nach 2 Zügen beträgt, dann ist es wahrscheinlich erstmal bei einem Zug, zieht 1/4. Und dann habe ich das quasi verglichen mit dem 1/3. Dann habe ich mehr oder weniger den Nenner erhöht bis 8/24 und 6/24 sind und dadurch bin ich drauf gekommen. Gut, jetzt müssen Sie das nur so machen, dass ich das präsentabel habe. Ja, ich weiß. So, und das heißt, Sie müssen immer aufpassen mit Heuristiken oder Schätzungen. Auch was die Abi-Korrektur angeht, könnte es eben sein, dass Sie dann, vor allem wenn Sie daneben liegen, dann ist halt ziemlich schnell ziemlich null Punkte. Also setzen wir an mit. Sei x die Anzahl der gelben. Also sei x die Anzahl der gelben Kugeln. Dann folgt daraus mit dem Aufgabentext. Es sind 3x Kugeln im Behälter. Warum sind dann 3x Kugeln im Behälter? Die Wahrscheinlichkeit für gelbe ist ja ein Drittel. Genau das. Und das heißt, deswegen muss es 2x nicht gelbe Kugeln geben. So, und dann würde sich hier genau der gleiche Baum ergeben. So, jetzt werden zwei Kugeln getauscht. 2 gelbe durch 2 blaue ersetzt. Nach der Aktion haben wir gelbe und nicht gelbe Kugeln. So, nach der Aktion, 2 gelbe durch 2 blaue auszutauschen, haben wir gelbe und nicht gelbe Kugeln im Behälter. Wie viele gelbe haben wir nach der Aktion? Ja. Und wie viele nicht gelbe haben wir? Ja? 2x plus 2. Genau, 2 von hier nach hier. So, und jetzt ziehen wir wieder
Und zwar, wir ziehen wieder mit zurücklegen. Und jetzt zeichnen wir uns unseren Baum hin. Der sieht exakt gleich aus wie der. Zeichnen den trotzdem nochmal hin. Gelb und nicht gelb. Mit der Wahrscheinlichkeit ziehe ich denn jetzt eine gelbe Kugel hin. Ja. Nein, das ist das, die Kommission nicht raus. Ja, ja, ich soll drin, aber es sind eigentlich links nur zwei gelb. Und zwei plus links nur zwei durch zwei plus zwei gelb. Das ist wahrscheinlich gelb. Und jetzt, wenn wir das gelb tun, das mache ich nochmal. Die Wahrscheinlichkeit zwei zu gelb. Und hier links minus zwei durch zwei plus zwei. Und links ist das Wahrscheinlichkeit zwei, der hat 1,16. Also hier links minus zwei durch zwei plus zwei mal links minus zwei durch zwei plus zwei und links minus zwei durch zwei plus zwei. Gleich 1,16. Also und jetzt ist ja auch richtig. Ja, so, es geht jetzt um das Thema, wie groß die Wahrscheinlichkeit, eine gelbe zu ziehen. Und die Wahrscheinlichkeit, eine gelbe zu ziehen, ist x minus 2 durch die Anzahl, und das ist 3x. Also muss hier, hier und hier 3x stehen. Und jetzt rechnen wir die Wahrscheinlichkeit aus, dass wir gelb gelb haben. Und das ist x minus 2 durch 3x mal x minus 2 durch 3x, also x minus 2 durch 3x zum Quadrat. Und das muss 1/16 sein. Oder, und jetzt kommen wir zu Ihrer Argumentation, dass x minus 2 durch 3x ist die Wurzel aus 1/16. Es ist nur die positive Wurzel aus 1/16. Warum? Weil wenn wir hier die negative zulassen würden, hätten wir negative Wahrscheinlichkeiten. Das kann nicht sein. Also weil die Wahrscheinlichkeiten größer 0 sind, müssen Sie nur Plus schreiben. Gleich 1/4. Also haben Sie jetzt x minus 2 durch 3x gleich 1/4. Und jetzt müssen Sie diese Bruchgleichung lösen. Da multiplizieren Sie mit beiden Nennern durch. Das ist 3x und 4, also mal 3x mal 4. Dann haben Sie die Nenner weg. Und dann haben Sie 4 mal x minus 2. Die 4 wandert quasi nach hier. Ist das gleiche wie 3x mal 1. So, und jetzt multiplizieren Sie das aus. Und dann haben Sie 4x minus 8 gleich 3x, oder wenn Sie es dann subtrahieren, Sie die 3x, addieren Sie die 8 und dann haben Sie x gleich 8. Das heißt, es waren 8 gelbe Kugeln also am Anfang, nicht nach der Aktion, vor der Aktion waren 8 gelbe und 3 mal 8, 24 minus 8 nicht gelbe Kugeln im Behälter. Es waren 8 gelbe Kugeln im Behälter. So, das gleiche Ergebnis haben Sie auch gehabt mit Ihrer Rechnung. Ja, gibt es da noch Fragen dazu? Ist das eine Meldung? Ja. Aber hätte man auch eigentlich erst rechnen können, wie viele dann nach dem Vorgang drin ist? Weil, also ich habe dann so berechnet, dass es 6. Wie lautet die Frage? Ermitteln Sie, wie viele gelbe Kugeln sich nach dem... Also okay, das habe ich nicht über... Ich kenne... Das steht hier nicht oben. Also müssen wir nochmal... Es waren 8 gelbe Kugeln, nach dem Vorgang sind noch 6 gelbe. Also nach dem Vorgang sind noch 6 gelbe Kugeln im Behälter. Ja, wie gesagt, deswegen schreibe ich mir immer die Aufgabentexte hier oben. Und das habe ich mir nicht mehr hingeschrieben, also habe ich halt geraten.